So, wir waren gerade einkaufen in Heves in Ungarn und ich wollte euch das alles haulen. Am Anfang kommt von Aldi und von Pennymarkt und am Ende zeige ich euch noch, was wir gekauft haben, was Non-Food ist, sowas wie ein Badeanzug und sowas alles. Das machen wir jetzt alles in ein Haul. Der Aldi in Heves, da war der Bernd schwer begeistert. Ich habe beim Auto schön. Und habe die Livia gestillt, deswegen war ich nicht mit. Kann ich nichts zu sagen, aber ja. Du hast bezahlt im Aldi? Muss ich gucken. Das ist immer ganz interessant. Also er hat hauptsächlich so Fleischersatzprodukte geholt. Zweimal Joghurt für den Calvino mit so mit der Ecke Verschnitt. Können wir hier auf den Boden legen? Der ist dann für mich ja, legst du doch auf den Boden. Die krabbelt doch, die freut sich doch nach der langen Autofahrt wieder. Sylter Dressing hat der Bernd einmal mitgebracht. Und einmal Joghurt-Dressing. Und auch hier steht wieder sehr viel alles auf Deutsch drauf. Ist halt Aldi. Deutsch. Dann haben wir sogar unseren Speck bekommen, wo wir sogar Schwierigkeiten haben, den in Deutschland zu bekommen. Das ist so ein veganer Speck. Der ist super, super lecker. Und wir haben uns gefreut, da können wir Speckbrötchen mitmachen. Oder im Rührei, wir machen Tofu-Rührei, da schmeckt das auch. Dann hatte Bernd letztens diese hier mitgebracht, so eine Erbsenwurst, da wusste ich nicht, was das ist. Er hat nur eine mitgenommen, er wollte die probieren und die schmeckt ihm so gut, dass er diesmal 3 Stück mitgenommen hat. Er sagt, die schmeckt ungefähr wie Frühstücksfleisch. So. Ja, früher, dieses Hundefutterfleisch. Ja. Hier ist Aldi, ja. 11.900. 11.900 für Rind, 350 für Rind sind ungefähr 1 Euro. Müsst ihr selber umrechnen. Dann haben wir 3-mal vegetarischen Aufschnitt. Das sind 34 Euro im Aldi. Super. Oi. Oi. Der ist vom Aldi oder vom Penny? Penny. Das war's jetzt. Da ist auch noch was drin. Da ist die Penny-Tüte. Oder habe ich auch was von... Also das ist gut. Ich gehe davon aus. Dann, ja, ich hatte so Lust auf Kinder Bueno. Das ist schon Pennymark. Es ist gemischt, egal. 2-mal so Kinder Bueno hat der Bernd mir mitgebracht. Oder uns, das essen wir ja auch alle. Dann trinken Calvino und ich ab und zu gerne so Malzbier. Deswegen gibt es 4 Dosen Malzbier Karamalz. Oh, sind die schön kalt. Die gibt es sogar. Die sind halt ohne Alkohol. Die gibt es einmal mit Lemon. Da, Fresh Lemon. Ohne Alkohol. Imported von Germany. Und ohne Lemon. Mit Lemon habe ich noch nie getrunken. Das probiere ich jetzt. Live-Verkostung. Nett. Nett. Kann man trinken? Muss man aber nicht. Muss man aber nicht. Dann weiß ich ja, wem schmecken wir. Calvino schmeckt es dann besser. Oh, Silberzwiebeln von Pennymarkt. Ja, eine Dose. Ein Glas. Hallo, hallo. Steht nicht auf Deutsch. Egal. Fokussiert nicht. Steht halt Onions. Reibekäse wollte der Bernd holen, gab es nicht. Deswegen hat er einmal Edamer Käse geholt. Edamer? Nein. Das ist Edamer. Edamer. Oh, ich kann. Und das ist Gouda. Super. Hat er bestimmt einer falsch einsortiert. Nicht einfach. Und 2-mal Prinzessbohnen. Oh, das ist echt nicht viel. 450 Gramm, ne? Was hast du denn Dings bezahlt im Penny? 22 Euro. Also 7.700 und vorhin. Und vegetarischen Aufschnitt. Das wird ja ein schmackhaftes Frühstück morgen. Und morgen wollten wir so einen Gammeltag machen zu Hause, so Familientag. Weil bis jetzt hatten wir sehr viel Stress, in Anführungsstrichen. Wir hatten halt viele Termine, mussten erstmal einkaufen, weil wir halt ja hier nicht alles hier haben. Natürlich, frische Sachen in Ungarn muss man erstmal einkaufen, deswegen... Ja, waren in die ersten 3 Tage meistens Stress. Dann Steuerberater, Wohnkarte beantragen und sowas alles. Und morgen machen wir einen schönen, chilligen Familientag mit schönem, großem Frühstück und hier Planschen und so zu Hause. Ja. So, dann haben wir noch einmal
Zwiebeln und ein Sack Bourgogna. Das sind diese roten, ne? Ja. Die essen wir hier total gerne. Ich weiß nicht warum. Die schmecken gut. Die schmecken gut. Die nehmen wir immer, wenn wir die hier sehen. Wir waren auch bei DM. Das habe ich euch aber im Live-Haul alles schon gezeigt. So, jetzt kommen die Sachen Non-Food, die wir uns gegönnt haben. Und hauptsächlich den Kindern. Auch einmal eine Schere oder ein Messer. Wir packen die Kartoffeln dann am besten hin. Nur da, irgendwo. Oder ist da kein Platz für? Achso, haben wir keine Schüssel, wo wir die reinmachen können. Die in unsere Schwimmdings rein. Ja. So. Hast du die schon? Nein, gar nichts habe ich. Das habe ich auch noch im Aldi geholt. Ja, ich mach die eben. Also der Bernd hat, das ist ein Geschenk für jemanden, zwei Eierbecher, weil wir hier keine Eierbecher haben. Hier kannst du die jetzt schenken. Der Bernd denkt immer gerne an andere Menschen, alle anderen, und hat dann Eierbecher mitgebracht. Eierbecher. Eubecher. So, Eubecher. Eu. Eu. So, jetzt aber, meine Güte, die war aber gut getackert hier, die Decke. Es ist mit Hundepfoten drauf. Livia hat eine so eine Decke bekommen. Hintergrund ist der, sie hat gar keine Flauschi-Decke in rosa. Die sind alle noch von Calvino, als er Baby war. Und Calvino hat, als er 2 oder so war, hat er eine grüne Decke bekommen, auch so mit Kapuze. Und dann konnte er hier noch so die Hände reinmachen. Und ja, das war total süß und deswegen haben wir die heute gesehen. Die hat 6 Euro gekostet. Es stand da drauf, das stand auch in Euro drauf. Hast du die schon gezeigt? Hab ich den Nee. Oh, wir haben noch was vergessen. Eine Kiste kleine Wasserflaschen aus dem Aldi. Die nehmen wir immer, frieren die ein und dann nehmen wir die mit, wenn wir halt schwimmen gehen oder so eingefroren, dann sind die schön kühl. Also das ist die Geschichte der Kuscheldecke mit Pfötchen. Da hat der Bernd einmal Schraubenzieher aus dem Aldi mitgenommen. Was haben die gekostet? 4 Euro. Danke. Einmal so günstige Hümmelchenmesser, die haben jetzt 80 Cent umgerechnet gekostet. Das steht hier sogar drauf. Kein Fokus. Da 80 Cent haben die gekostet. Und wir hatten überlegt, welche nehmen wir, welche nehmen wir. Wir haben dann die günstigen genommen, wenn sie nichts mehr taugen. Die lassen wir dann hier. Dann schmeißen wir sie weg einfach. Dann doch so. Günstiger heute, habe ich gedacht. Ja. So, ganz wichtig. Haben wir nämlich vergessen, in Deutschland zu holen, so Sonnenblenden. 2,50 Euro kosten die circa umgerechnet. Habe ich mich sehr gefreut, weil das sehr doof ist mit Livia, dann immer mit Decke rein und dann knattert das an der Scheibe. Fürchterlich. So, die Mama mag schöne Tassen. Wieder was vergessen, wir sind schlechte Hauler. Wir sind sehr schlechte Hauler. Nochmal Chips, haben wir nicht mittlerweile genug? Ja, ich kann auch mit dem gut geschmeckt. Okay, einmal diese Chips, Sour Cream, einmal mit Käse, so Chips, Maischips und Paprika-Chips. Okay, jetzt reicht es aber mit Chips. So, eine Tasse. Und zwar fand ich die erstmal schön von der Form. Ich mag es, wenn die so gewölbt sind. Ich finde es schön, dass die so die Herzchen so erhaben sind. Und die hat einen goldenen Rand. Ich glaube, die darf nicht in die Spülmaschine, aber ich fand sie sehr schön. Und die hat gekostet 2,50 Euro umgerechnet. Genau. Und natürlich die Farbe, ne? So viele Vorteile für eine Tasse. Und dann kann ich schön morgens in Ruhe so meinen Kaffee schlürfen. Ja. Haben wir auch nicht gezeigt. Ein Basilikum. Also wir haben es nicht Non-Food und Food geteilt. Basilikum. Es ist Mixed Hall. Und Molly hat auch was. Ja. Ich spiele gleich. Zeig. Murphy hat Spielzeug bekommen, der hat einen so einen quietschi Schnuller bekommen. Kann ich das noch nicht haben, Marlin? Ist ja jetzt voll fest. Ist egal, das kennt doch jeder. Ein, so ein Huhn spielt. Hier, damit spielt Livia. Ein Hundespielzeug.
So, dann haben wir uns vor zwei, drei Jahren hier in Ungarn bei Decathlon jeder Handtücher geholt, diese Mikrofaser-Dinger. Und Livia hatte keins. Und deswegen haben wir jetzt nochmal zwei geholt. Die haben umgerechnet 5 Euro gekostet. 4. 4, egal. Steht 5 Euro drauf. Dann habe ich einmal so ein Körbchen mitgenommen, auch für 2,50 Euro. Denn hier, wo wir mal draußen sitzen am Tisch, da liegen immer so Sachen, was ich alles so brauche. So, was weiß ich, Bepanthen habe ich da liegen, Panthenolsalbe halt vom DM und allerlei Klimbim. Und dann habe ich gedacht, dann können wir das am Tisch in so ein Körbchen stellen, dann sieht es nicht immer so unordentlich aus. Dann, das habe ich schon gezeigt, das ist leer, jetzt kommt's, da bin ich ja in Tränen ausgebrochen, werdet ihr im Vlog sehen oder habt ihr vielleicht schon gesehen. Ich habe Bikinis anprobiert und Badeanzüge, habe meine Figur darin gesehen. Ja, es ist ein Badeanzug geworden, die hat hier hinten Träger, die kann ich auch abnehmen. Und hier vorne hat er so Perlen, den gab es in verschiedenen Farben. Ich habe ihn jetzt in schwarz-weiß, den gab es noch in Rot, ne, rosa, schwarz und gelb-schwarz. Gelb-schwarz wäre Bernd am liebsten gewesen, aber der war zu eng und gab es nicht in einer anderen Größe. Ich denke mal ja. Bitte? Ja. Hier, Calvino, wir haben dir auch was mitgebracht. Ach ja. 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 Oh, geil, ein Fächer, danke. Bitteschön. Ich habe mir gedacht, den nimmt der Calvino bestimmt auch gerne. Und die Mama hat auch einen bekommen, die haben gekostet etwas über 1 Euro, ne? Nein, weniger. Weniger. Nee, nur 1,70 Euro oder so. Genau, weil wir hatten 36 Grad, jetzt ist es so unerträglich heiß teilweise. Bernd wollte Ventilatoren holen, diese kosten über 100 Euro zusammen. Wir waren zu geizig, weil wenn wir nächstes Jahr auswandern, unsere von Deutschland mitnehmen. Und deswegen gab es jetzt für etwas über 1 Euro die. So, jetzt kommen wir nochmal zu Food. Aldi. Aldi. Ananassaft. 2 Stück hat er mitgebracht. Tada. Okay. Und das last but not least, glaube ich. Ich wollte es in Deutschland schon mitnehmen, war aber, also, weil eine Bernd hat gesagt, brauchen wir nicht. Ich habe gesagt, okay, brauchen wir nicht. Stimmt ja, wir halten sie so. Bei Action gibt es sie für 5 Euro. Wir haben jetzt 3.800 Forint bezahlt, also ungefähr 11 Euro. Was brauchst du? Teller, Schüssel? Teller. Genau. Okay, das war unser Mixed Howl. Alles, ne? Mhm. Super. Super. Oh. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis heute Abend beim Vlog. Tschüss.